Hi Leute, willkommen zurück bei Arcania, aka das beste Gothic überhaupt. Es ist mittlerweile ungefähr eine Woche her, dass ich das gespielt habe, aber ich weiß noch, wir müssen Erik suchen. Den feigen Ork. In der Höhle, da waren wir, glaube ich, schon. Und ich hatte ihn nicht gefunden. Lass mal sehen, Map. Wir waren hier einmal rum. Hier ist er nicht, dann werden wir einmal jetzt hier rumlaufen. Und hoffen, dass wir den feigen Ork finden. Auf jeden Fall finden wir ein paar feige kleine Goblins. Obwohl, so feige sind die gar nicht, die trauen sich nicht anzugreifen. Obwohl ich mittlerweile OP bin. Und wir hatten ja in Magie investiert. Nie wieder. Das war eine absolute Katastrophe. Nächstes Mal, wenn wir das nochmal spielen, das Spiel, direkt von Anfang an Magie-Durchlauf planen und in Magie investieren. Weil ich glaube, nur dann lohnt es sich wirklich. Jetzt sind wir halt schon voll auf Angriff gegangen. Aber einen Zauber haben wir wenigstens, den wir können. Das ist doch auch was wert. Ich gucke immer schön, ob hier am Rand irgendwo was ist. Ist es aber nicht. Nichts Findbares. Hier ist ein verschütteter Durchgang. Geröll. Also da komme ich nicht lang. Hier ist dann schon mal nicht Erik. Dann könnte er noch den Weg hier lang sein. Und ansonsten muss ich ihn übersehen haben, weil ich schon überall hier war. Da kommt ein bisschen Geschwindigkeit draufballern. Ich bin gerade übrigens live auf Twitch. Da könnt ihr gerne folgen auch und regelmäßig reinschauen. Abgesehen davon, dass ich versuche, jeden Abend 18 Uhr live zu sein, machen wir auch manchmal, so wie jetzt, Aufnahmestreams außerhalb der Zeit, wo ich gemeinsam mit euch Spiele aufnehme. Nur dann habe ich den Chat aus. Sonst schaue ich zwischen den Folgen immer gerne mal in den Chat rein. Kann ich euch also auch nur empfehlen. Da könnt ihr mit mir kommunizieren und ihr könnt das Let's Play quasi schon früher sehen, weil ich es ja vorher aufnehme. Okay, bitte. Nee, warte, das ist die Höhle hier. Ja, wo ist denn? Muss der doch hier irgendwo sein. Okay, wir laufen hier nochmal lang. Vielleicht war der irgendwo am Wegesrand und ich bin blind. Gute Erich. Ist, glaube ich, Erich, oder? Also Erik. Ich glaube, ja. Wir reden mal. Können wir nochmal mit dir reden? Hast du Erik gefunden? Erik ist er. Noch nicht, aber ich gebe nicht auf. Okay. Logbuch nochmal. Auf Seelensuche ist das. In der Schamanen Melak. Rede mit... Jetzt schreibt man Erik. Melak wird erst Kabus geben, wenn ich Erik gefunden und geschickt habe. Schamane vermutet, dass er sich im nordwestlichen Teil des Waldes. Okay. Nee, ohne Seife waschen. Nordwestlich. Also doch hier. Okay, vielleicht nicht am Weg, sondern irgendwo mittendrin. Gucken wir mal. Nordwestlich, doch, das wäre hier. Okay, dann gehen wir hier nordwestlich. Gehen wir mal nicht am Weg, sondern gehen ein bisschen abseits vom Weg. Ah, Suchquest, wie ich sie liebe und hasse. Oh, es gibt, das wollte ich nicht, aber ist auch gut. Kampfgeist. Tradition, Nahkampf. Achso, ich dachte, ich könnte schon wieder, kann ich nicht. Ich wollte X. N. Oh, womit kann man herstellen? J. L. Y, Z, C. C ist es. Ich kann ein Schwert herstellen. Okay, was habe ich jetzt Geiles hergestellt? Na, Kampf 16, meine jetzige Macht. Auch 16, aber die sind selbst gemacht. Ist halt... Also ich finde das Leuchten von den Waffen so cool, aber es ist halt jetzt eine selbstgemachte Waffe. Die muss nicht leuchten, die ist immer cool. Ich habe selbst eine Waffe gemacht. Ich bin super krass gedacht. Hier ist kein Erich, aber schöne Pflanzen. Ist das hier? Tatsache. Das haut hin. Wir sind hier... Nee, haut nicht hin. Wir müssen in die Richtung gucken. Da. Hier... ist die gespaltene Jungfrau. Das heißt, wir sind da hinten, wo wir einmal schon geguckt haben, auf die Burg. Nice. Aber Erik ist immer noch nicht auffindbar. Der wird hier schon irgendwo sein. Erik.
So wie es geschrieben ist, spricht man es vermutlich Erik aus. Erik. Nicht Erich. Erik. Ich weiß ja nicht mit dem Schwert. Oh klar, es reicht, um die Platz zu machen, aber langsam allgemein eine coolere Waffe wäre mal was. Ich meine, 16 ist quasi, ist sowieso quasi nichts. Unsere Startwaffe, also diese Machete von Diego, hatte glaube ich auch irgendwie 9. Das heißt, wir haben nicht mal das Doppelte der Startwaffe. Alles wird besser, Rüstung wird besser, alles wird besser. Nur unsere Waffe ist irgendwie immer low. Da brauche ich mal was Besseres. So, Erik, wo bist du? Wenigstens weiß ich, wie ich die Folge nennen kann. Wir suchen Erik. Der war doch letztes Mal nicht da. Kann mir keiner erzählen, dass ich so blind war. Oh, nein, 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 tu das, nein. Du musst Erik sein. Erik ist fort, verloren. Wer bist du dann? Niemand. Niemand? Die ganze Zeit dumm. Eriks Körper ist hier, aber Erik ist fort, verloren. Das musst du mir genauer erklären. Sherlock klaut Eriks Seele. Böser Sherlock. Sherlock hat deine Seele geklaut? Ist er ein Schamane? Nein. Sherlock schlägt Eriks Körper, nimmt Eriks Seele vom Hals. Erik ist verloren. Sherlock hat dir die Seele vom Hals genommen? Ja. Wahre Orks tragen einen Namen um den Hals. Wahre Orks tragen eine Seele. Ah, okay. Meinst aber du glaube. Amulett? Amulett mit Seele. Der hat voll die anstrengende Stimme, so ein Kratzen. Siehst du, wie ich meine? Oh, super. Auch noch irgendwelche abergläubischen Seelen-Amulett-Kult-Orks. Super. Wenn Eriks Körper seinen Hintern zu Mellocks Hütte bewegt, holt dieser Mensch hier Eriks Seele zurück. Versprochen. Versprochen? Gut. Eriks Körper gehorcht. Eriks Körper ist so leer. Wo finde ich Sherlock? Weit weg von Eriks Körper. Erik flieht damals vor Sherlock, vor Luft aus dem Sumpf. Sumpf? Sherlock ist im Sumpf? Im Wald. Sumpf ist dahinter. War ich ja schon? Im Süden. Okay, im Süden, merke ich mir. Hab ich dich richtig verstanden? Die Amulette haben Namen drauf und sind deshalb Seelen? Ja, ohne Name ist Erik nicht Erik. Eriks Name ist Eriks Seele. Der Körper, der Erik. Ich kann nicht der Einzige sein, der diese anstrengende Stimme Eriks nicht abkann. Mellock sucht dich. Eriks Körper versteckt sich. Mellock sieht nicht Eriks leeren Körper. Mellock sieht nicht Eriks Schande. Du gehst ja jetzt zu Mellocks Hütte, weil ich es dir gesagt habe. Also sieh das doch. Okay, im Süden. Folgen wir mal diesem Weg hier weiter. Wie konnte ich den letztes Mal übersehen? Ey. Ich habe ja ein paar aktive Kommentarschreiber mittlerweile. Ich hoffe, ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, wie dumm und blind ich bin, weil ich an dem vorbeigelaufen bin. In der Folge, wo ich es getan habe. Das müsste letzte oder vorletzte gewesen sein. Ich bin mir gerade nicht sicher. Oh, bitte zerfleischt mich richtig, wenn ich es verdiene. So ein solides Huren, so fand ich da schon. Nee, da wird er sein. Vor allem hier bin ich letztens auch schon lang. Hey, ist er wieder weg? Da bin ich letztens auch schon lang. Wie konnte ich den letztes Mal übersehen? Ich meine, der ist ja wirklich komplett offensichtlich hier. Und der ist tot? Scheinbar. Schlafen, plötzlich. Was der Mensch will hier? Ich will Eriks Seele. Was ein Mensch will mit Erik seine Seele? Das geht dich nichts an. Gib sie mir einfach. Nein. Erik, sein Körper ist zu schwach für einen Namen. Hat keine Seele verdient. Ist das so? Dann fordere ich Eriks Seele ein, durch das Recht des Stärkeren. Menschen sind schwach, Orks sind stark. Wenn du stark bist, darfst du Erik seine Seele haben. Der Mensch kämpft oder der Mensch geht. Kämpfe. Ich kämpfe. Werde ich. Der Mensch wird spüren den Schmerz.
Gott, der ist ja süß. Der schlägt nicht mal zurück. Der lässt sich einfach verprügeln. Ich bin im Busch, das sieht kacke aus. Das ist super. Du bist stark. Ich gehorche. Schlauer Bursche. Okay. Her mit dem Amulett. Erik, seine Seele ist nicht hier. Ist versteckt in einer Höhle. Was soll ich, das die Höhle, wo ich schon war? Steck und dreh. Der was? Steck und dreh. Schlüssel. Dann geht die Menschenkiste auf. In der Höhle steht also eine Truhe. Ja. Ist die Höhle, wo wir schon drin waren, oder? Kiste mit Steck und dreh. Wo ist die Höhle mit dem Amulett? Ah. Da, wo die Bäume weichen, dem Stein. Toll, weil ich blind war, darf ich nochmal in die Scheißhöhle. Warum zum Belia hast du das Amulett in eine Kiste gepackt? Konntest du es nicht einfach verbuddeln wie ein anständiger Org? Zuerst, ich habe gehängt, Erik seine Seele an den großen, fetten Frosch in der Höhle. Erik ist dumm, verdient den dummen Froschkörper. Aber Erik, sein Name fällt immer von dem Frosch ab. Also ich habe gesteckt, Erik seine Seele in die Menschenkiste. Und ich habe gestellt, die Menschenkiste hinter den fetten Frosch. Erik, sein Körper ist schwach. Er kann den fetten Frosch nie besiegen. Hey. Was für ein fetter Frosch. Der fette Frosch in der Höhle. Der Frosch ist dumm, aber stark. Du bist auch dumm. Wenn der Frosch gefährlich ist, wie konntest du dann deine Spielereien mit ihm treiben? Der Frosch ist stark, aber dumm. Mhm. Du bist natürlich der intelligenteste überhaupt. Warum bist du nicht bei deinem Stamm? Ich bin gegangen. Oh, ich hab voll Nackenschmerzen. Erg nimmt unsere Seelen. Erg ist so stark. Aber ich mache mich stärker. Jeden Tag. In vielen Monden besiege ich Erhack und wir sind frei. Orkuru-Gura. Alter, den neuen Anführer der Orks mag ja wirklich niemand. Niemand mag den. Selbst der zu scheiße zu Erik ist, mag den nicht. Oh Mann. Orku... was? Orks sind frei. Orkuru-Gura. Mhm. Was hat dir Erhack angetan? Erhack ist schlecht. Schlecht für die Orks. Er macht kaputt den Stamm. Der Stamm ist friedlich, jagt Tiere, sammelt Früchte, ruhige Tage. Erhack will uns machen zu Tötern, ohne Seele, wie Erhack. Mhm. Wieso sollt ihr alle wie Erhack werden? Erhack sagt, das muss so sein. Erhack, seine Freunde auch. Sie sagen, Orks sind Krieger, stolze Krieger, kämpfen, töten. Aber warum? Warum soll ich sein ein Krieger, wenn der Krieg ist nicht da? Warum soll ich töten die Menschen? Ist Erhack sein Streit, nicht meiner? Gutes Argument. Erhack hat Freunde? 5 andere Orks sind gekommen mit Erhack. Ich glaube, ein paar davon habe ich schon getötet. Krieger, Mörder ohne Seele, grausam und schlau. Wie ist Erhack an die Macht gekommen? Er war der Gast bei meinem Stamm, mit seinen Freunden, war ruhig. Redete viel, tat wenig, nur jagen und schimpfen, viele Monde lang, aber... Aber? Aber dann, er forderte heraus Morik zum Kampf. Tötete ihn, der erste Tod bei dem Häuptlingkampf. Dann war er der Häuptling. Ich habe verlassen meinen Stamm. Morik war dumm, aber Erhack ist böse. Ich will nicht leben wie Erhack. Orkurugura. Orkurugura. Mhm. Was, wenn Erik Erhack besiegt? Erik ist schwach. Schon damals. Jetzt noch mehr. Er kann nicht kämpfen gegen den Wolf, nicht gegen den Goblin, nicht gegen Erhack. Oh, du Mann. Wartest. In vielen Monden. Ich besiege Erhack. Ja, so viel Zeit habe ich nicht. Warum hast du Morik nicht herausgefordert? Ich habe damals herausgefordert, Morik. Jedes Jahr. Aber nur ein Ork kann kämpfen mit dem Häuptling. Wenn viele Orks wollen kämpfen, dann sie kämpfen zuerst. Der Sieger kämpft mit dem Häuptling. Ich aber habe gesehen, Erhack seine Augen. Augen eines Töters. Du hast also Erhack vorgelassen? Ja. Okay. Also ist er auch ein Feigling. Alle Orks hier sind Feiglinge. Super. Wir haben ein Dorf voller Feiglinge, tyrannisiert von einem, der es zu nutzen weiß. Irgendwie fängt an, dieser Erhack, oder wie er heißt, mir sympathisch zu werden.
meine, wenn man die Chance hat, die Macht zu ergreifen, why not? Jetzt suchen wir diese scheiß Höhle. Mit einem Frosch drin. Ich glaube, in der einen Höhle, wo ich war, war kein Frosch drin. Aber ist auch schon wieder eine Woche her, ne? Aber ich glaube, da war eine Truhe, die ich nicht öffnen konnte. Also könnte schon passen, dass das die ist, wo ich die Seele von Erik finde. Ist mal ganz ehrlich, wenn ihr die Chance hättet, mit ein bisschen Gewalt, sagen wir mit einem Toten, ja? Hier übertreiben wir mal, sagen wir nicht einen Stamm, sagen wir die Weltherrschaft. Ihr könntet die Weltherrschaft an euch reißen, indem ihr einen Menschen tötet. Ja? Würdet ihr es tun? Ich glaube ja. Also ich meine, für ein gewisses Maß an Macht, glaube ich schon. Besonders aus der Sicht, er sagte ja, der ist eine gerade. Ich habe schon wieder vergessen, wie er hieß, Morok oder so. Sagte ja, dass der alte Häuptling dumm war. Also ein dummer Anführer, weiß man nicht, ob man das will. Ich kann schon verstehen, dass man die Macht übernimmt, aber der ist scheiße und macht Krieg mit den Menschen, das ist nicht so gut. Deswegen, ja, vermutlich muss ich ja oben hin. Deswegen werden wir ihn absetzen. Und durch Erik ersetzen. Weil Erik ist dumm und feige. Lieber, aus meiner Sicht, ich bin ja ein Mensch, lieber ein Anführer für die Orks, der dumm und feige ist, als einen, der klug, stark und halt kriegstreiberisch ist. Das macht aus Menschensicht zumindest Sinn. Aus Orksicht wüsste ich nicht. So, wäre ich einer der Orks, würde ich den dummen, friedlichen Anführer haben wollen oder halt den schlauen, starken, aber kriegtreiberischen Anführer. Oh, schwierig. Ich war hier doch schon. Warum habe ich die ganzen scheiß Pilze nicht mitgenommen? Was ist mit mir? So, mal ganz kurz. Hier links oder rechts? Gehen wir erst links. Mann. Das sieht aus, als könnte hier ein Frosch sein. Den wir vermutlich schon platt gemacht haben, letztes Mal. Ist hier eine Truhe irgendwo? Da ist eine Truhe. Sieht doch noch zu aus. Ah. Tatsache, da ist Eriks Seele. Jetzt können wir gehen. Wir haben Eriks Seele. Wir haben Eriks Seele. Wir alle haben Eriks Seele. Eriks Seele. Wuhu. Wir müssen... Ist egal, wo lang wir gehen. Wir kommen überall wieder raus. Gehen wir hier lang. Hui. Ernst, ich bin süchtig nach Springen in Videospielen. Das macht einfach Spaß. Seht doch mal, was das für ein schönes, befriedigendes Gefühl ist. Ich glaube, auf dem Mond oder so würde ich mich richtig happy fühlen mit der Schwerelosigkeit. Hui! Beziehungsweise Mond ist ja nicht schwerelos, aber mit der geringen Gravitation. So. Dann, da ist die Hütte. Dann reden wir jetzt mal mit Erik. Nee, warte, wir reden mit Moda, Molosch, was auch immer. Darüber, dass Erik wieder da ist und wir Skaboos wollen. Gib mir Skaboos. Das ist nicht Erik, das ist nur sein Körper. Alter, was die für einen Aberglaube haben. So ist er zu nichts zu gebrauchen. Ich hole ihm aber seine Seele zurück. Er ist so schwach. Ich verstehe jetzt, warum er sich versteckt hat. Okay. Ah. Erik, hier ist dein hässliches Halsband. Verloren. Da. Hier ist dein Amulett. Ich bin ich. Ich bin ich. Ich bin Erik. Wenn es auf dem Amulett steht, wird das wohl stimmen. Du... Ich bin Erik. Moriks Sohn! Ist mir scheißegal. Moriks Sohn kämpft! Alter! Abergläubische Menschen sind ja schlimm, aber Ork scheinbar noch schlimmer. Aber nicht sofort. Moriks Sohn kann warten, bis ich mit Melok gesprochen habe. Warum hat Sharlock dein Amulett geklaut?
Sherlock hasst Morik. Sherlock will auch Anführer sein. Aber Morik ist stark. Sherlock verliert. Sherlock nimmt Rache an Moriks Sohn. Ich nehme auch Rache an Sherlock. Also, Sherlock klaut meine Seele. Aha. Was machst du jetzt mit dem Amulett? Ich kämpfe. Ich besiege Erhak. Ich räche Morik. Ich werde Häuptling. Mhm. Was für ein Häuptling wirst du sein? Ein Häuptling wie Morik. Wir fischen, wir jagen. Der Stamm ist glücklich. Was hast du mit Gawan vor? Gawan geht frei. Frei wie der Fisch. Geht zurück zu seinem Stamm. Hat nicht gerade gesagt, sie wollen Fische fangen? Die Menschen leben in der Burg. Die Orks leben in den Höhlen. Wie es ist früher. Alles ist gut. Nice. Wird dich dein Stamm überhaupt als Häuptling haben wollen? Ja, ich bin Moriks Sohn. Ich schlage Erhak. Ich bringe den Frieden. Okay, hier beenden wir dann aber auch diese Aufnahme. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Viel Spaß, Leute.